auffahren, Holland. Und dann treffen wir den Dirk gleich da. Kommt der Dirk da hin? Ja, genau. Okay, dann steigen wir ein. Da ist er doch. Ja, was ist denn sein Problem? Aber er hat jetzt einen Kunden. Ach so. Wie Kunden? Der ist der Taxifahrer jetzt. Ist er jetzt? Was, ist das sein Auto? Ja, sicher, der hat er gestern gekauft. Was, dann ist Dirk sein Auto. Dirk ist selber schon Kunde. Hi, Smoker. Der Dirk, was ist das denn für ein Auto? Ein Übermacht Oracle XS. Wie viel hat denn der gekostet? 72.000. Was? Dirk, ey. Ich habe einen guten Preis bekommen. Hä? Oh. 72.000. Ja, aber ich habe einen guten Preis bekommen. Also, ich habe einen günstiger bekommen. Also dafür mache ich für. Nee, viel günstiger. Dafür mache ich für Z-Cars ein paar Carpons. Alles gut. So, ich muss noch kurz anrufen, weil der Kunde ist im Krankenhaus. Irgendwo. Was machst du denn jetzt? Was hast du so Taxi Spaß? Wie Taxifahren. Ja, bist ja nie da. Nicht erreichbar. Ach so, nur weil ich ab und zu im Wald hänge und Hillibillis klatsche, bin ich dann nicht da. Ja. Toll, hab ich ja nicht Unrecht Dirk. Mit. Ja. Sie lassen den so alleine, dass schon ich immer mit ihm rumhängen muss. Du lässt mich doch nicht mal in den Wald ein, ey, weißt du? Nichts machst du. Gar da, nichts. Das ist... Nein, das stimmt nicht. Das weißt du musst du in die Nase putzen, ansonsten krieg ich AIDS. Wer muss Nase putzen? Ich? Ja, dann lass uns doch schon mal vorfahren. Ich glaube, der Dirk, der muss gerade Nase putzen. Ja, oh, ja. Fahren wir los, Holland, oder? Haben Sie keine Zeit, Herr Walter? Doch, klar. Der ist immer so kurz angebunden. Der ist immer so hektisch. Ja, aber Gerrit, pass auf, der ist schwul. Was? Ich hab eben gefragt, mit Anfassen gleich. Der, über den das zuerst erzählt wurde, ne? Guck mal, weißt du, Dirk, das enttäuscht mich jetzt. Damals hat dich das enttäuscht, dass jemand über deine Persönlichkeit... Ja, aber bei dir ist das ja wahr. Ja, und bei dir nicht. Ich hab dich noch nie mit einer Frau gesehen, Dirk. Ich? Ja. Mit wem denn? Auch Hahn, oder was? Da kann ich nichts drüber sagen. Möchte ich auch nicht drüber reden. Oh. Der Dirk ist nicht so wie warm. Das ist richtig, ja. Aber mit Frau Hahn läuft auch nichts. Also wenn ich dich jetzt demnächst nochmal antreffen möchte, muss ich Taxi rufen. Ja, du kannst mich auch so anrufen, Mann. Jetzt ob ich dich nicht kostenfrei irgendwo hinfahre, Alter. Okay. Ich würde gerne einmal um die Insel fahren jetzt. Ja. Aber wie du wahrscheinlich gerade mitbekommen hast, warte ich gerade auf einen Kunden. Wie viel kriegst du denn für den Kunden? 80. Ist die Fahrt. Dollar. Nee, Cent, du Assi. Oh, den Spitznamen gibt ihr mir auch immer. Ja, weil ihr alles Assis seid. Ich bin kein Assi. Ja, du bist Käse, alles gut. Ich so. Sollen wir denn jetzt mal fahren zur Furcht hier? Der Dirk wartet ich doch auf warte doch. Ach so. Wo fährst du denn hin? Zu Walker. Und danach komme ich zu dir hoch. Wir könnten ja auch alle mit dir fahren, Dirk, und mit ja, dem Kunden. Ja, richtig. Nee. Ist ja auch noch ein Platz im Kofferraum. Sitzer. Genau, ist ein Fünfsitzer. Ganz genau, ein Fünfsitzer. Wir fahren hinterher. Ganz genau, Walker. Ganz genau. Ich hab gerade wieder die Endlos-Zigaretten. Ja, ist doch gut. Spaße Geld und deiner Lunge geht's klasse. Ja, ne? Ja. Die kannst du ja nach ein paar Jahren austauschen. Da ja. Drüben. Ich war letztens im Krankenhaus, habe ich gucken lassen. Meine Lunge, da ist nix. Die ist sauber. Welche Farbe sauber. Haben die denn gesagt, hat die Lunge? Normal. Also schwarz, ne? Nee, das wäre schlecht. Ah ja. Da ist Frau Olivia wieder. Dirk, du wolltest doch mal was von der. Nee, absolut. Was? Aber was, hört auf, alle. Ah! Lalalalala. Mhm. Jetzt wird es spannend. Hallo, Frau Hallo. Olivia. Hallo, gucken Frau Sie mal, wer Olivia. Da ist. Schönen guten Tag. Dieser Herr, der heißt Gerrit Smoker, der erzählt rum, dass ich etwas von Ihnen wollte. Tut mir total leid. Wegen also dieser Herr hier, ne? Aber, ich bitte Sie. Kennen Sie nicht. Ich wollte Ihnen das nur gesagt haben, falls da Gerüchte auftreten, da ist keine Sache dabei. Ich weiß auch nicht, was der Smoker sich wieder bei so einer Sache denkt. Da sind die Polizisten, falls sie ihn anzeigen wollen. Ist das vielleicht jetzt eine ganz gute Idee? Oh, Dirk, der ist aber on fire, ey. Das ist aber jetzt... Hab ich Sie verwirrt?
Ich weiß gar nicht, worum es geht. Bitte? Ja, das ist auch gut, Frau Olivia. Gehen Sie einfach weiter die Tulpen pflücken. Das ist auch gut. Keine Aufregung. Kein Stress. Wo sind denn Tulpen? Die finden sie. Da hinten. Wo? Hinter dem Häuserblock, auf dem Rasen. Wirklich? Ja. Okay, ja, Basti. Dankeschön. Kein Problem, Frau Olivia. Das war knapp. Okay. Schönes Kleid. Ja, was geht? Bitte schön. Schöne Haut. Auf guten Warten. Ja, Dankeschön, ja. Frau Olivia. Ah, ja, kannst du? Was geht bei dir, Olivia? Ich hab so das Gefühl bei Dirk. Ja, wir kennen uns jetzt nicht mehr, seitdem er Taxi fahrt. Da hat er schon zweimal Copy. Gute Dame. Olivia, du weißt, dass du nicht fragen darfst, oder? Wen nicht fragen darfst? Dirk. Nicht parken darf. Hi, Red. Wirklich? Aber hier parken doch alle. Sogar die Polizei hat hier geparkt. Ja, aber da gab's Dirk. Letztens, hey, Dirk. Was ist denn los, Gerrit? Was willst du denn? Warum kennst du uns nicht mehr, seitdem du jetzt Taxifahrer bist? Mach doch, was du willst. Ich sag's dir ja nur. Der Walter ist der gleichen Meinung. Was? Die Walter kenn ich erst seit 3 Tagen. Aber okay. Vielleicht wissen die das auch nicht. Hier. Ich hab nichts gesagt. Welche Nummer muss ich denn anrufen, so, damit du fährst? Der meine. Achso. Ich dachte, heute Dienstnummer. Ja. Mr. Smoker? Ja, nur weil ich euch nicht mitnehmen kann, heißt das nicht, dass ich euch nicht kenne. Weiß ich doch. In was für eine Grube wollten Sie jetzt hier meine Freundin bringen? Was für eine Grube? Hä? Was für eine Grube. Ich hab gerade mit der jungen Dame telefoniert, das klang so, als würden sie die junge Dame in irgendeine Grube verschleppen wollen. Hab ich gar nicht gesagt. Bitte, der Herr meinte in die Grube von Herrn Smoker. Sehen Sie, ich hab überhaupt nichts gesagt. Der Herr hier von. Nicht, dass hier wieder falsche Gerüchte aufkommen. Ah, dann tut's mir leid, Herr Smoker. Ihr Knut? Kein Problem. Nein, Sie haben da was missverstanden, Sir. Der Herr Smoker zeigt uns sein Zuhause und hat dort auch eine Grube. Die wollt ihr uns zeigen. Grube, ja. Ich hab eine Grube und einen Wohnwagen. Ups, tut mir leid. Das ist mir aus der Hand gefallen. Kann jemand sie aufheben? Moment. Ja, Moment. Dankeschön. Sie sind ja ein wahrer Gentleman, Sir. Ah, manchmal. Wieso hast du denn eine Grube bei deinem Wohnwagen? Wann kommt denn dein Kunde? Ja, ich warte die ganze Zeit, ey. Er hat jetzt schon zweimal Kopfschmerzen und geht jetzt wieder nicht ans Telefon. Ja, Dirk, das ist aber nicht gut. Wir haben gesagt, Freunde für immer. Ja, und? Ja, Knut? Ja, ich stehe vorne am Parkplatz. Krankenhäuser. Nee. Okay, ja, easy. Ja, kannst du auch beim nächsten Mal machen. Ist schon ganz gut. Das schon. Okay. Ja, das stimmt. Ja, wir fahren. Warte mal ganz kurz. Smoker, wohin fahren wir gleich? Zu dir nach Hause? Ja, oben zum Landeplatz. Ja, wir sind gleich in Sandy Shores. Da, wo diese Alien-Landeplätze da sind. Weißt du, wo das ist? Das ist Angemalte da. Ach ja, Sega grüß dich. Herzking grüß dich. Wie geht's dir? Ja, Ente da sind Tank wir. Nah. Oh, Schmut. Hat Station ausgemacht, Schmut? Ich kann dir auch einfach meine Kontonummer durchgeben. Okay, alles klar. Bis dann. Mike Krüger, wie geht's dir? Alles gut? Okay, wir können fahren. Mir geht's gut, Narko. Jo, Red, und was hast du zu Kaffee? Mann, aber ganz gut. Also, er hat eine Grube, wo er Aliens reinlegt, weil ich zu Hause war. Nicht ich. Der Smoker. Was hab ich? Die haben eine Grube, wo sie Aliens zu Hause reinlegt. Nee, da. Wie Aliens in der Grube. Was erzählt sie denn für einen Quatsch hier über den Herrn Smoker? Tu keine Aliens in der Grube. Was tust du denn da rein? Hast du doch gerade gesagt. Bio. Ach so, ja. Also doch Toilette oder was? Bioabfall. Die Aliens leben ja bei uns. Die brauchen nicht eine Grube. Die können in meinen Wohnwagen. Die Aliens können in ihr Wohnwagen? Mhm. Wollen Sie die Aliens lieber in die Grube tun oder in den Wohnwagen? Ich will nichts zu tun haben mit Aliens. Ja.
Aber hier steht ja einer. Smoker, das ist doch kein Alien, Mann. Nein. Der meint ja auch mal egal. Angesehener Bürger des Santos. Ja, richtig. Der Smoker. Smoker ist ein guter Mann. Ja. Sag mal, Dirk, wo ist denn dein Kunde? Kommt nicht. Ja, dann können wir noch fahren. Hast du jetzt schon Vorkasse genommen, wenigstens mal? Der kommt gleich. Und bezahlt, das ist Knut, alles gut. Das ist Leipzig. So, ich muss mal gucken. Jo. Können wir jetzt? Ja, wir können jetzt sofort. Ja, viel mehr geht halt nicht. Da sind halt die Felgen drauf. Oh, Olivia, dann viel Spaß beim Blumenpflücken, ne? Vergessen Sie, was Sie gehört haben. Und passen Sie auf sich auf, ne? Ja, gleichfalls. Ja. Wiedersehen. Ja, das ist ja gut. Wiedersehen. Okay, mit welchem Auto fahren wir? Ich fahr mit dir sein Auto. Ich auch. Alles klar. Dann steig ein. Mach's gut, Red. Ja, mach's gut, Mann. Also, Olivia, ich wollte dich jetzt nicht. Du kannst ruhig mitfahren, wenn du willst. Ich möchte dir fahren. Machen Sie es gut, Herr Red. Ja, wieso steigt der Holland denn nicht ein? Das weiß ich nicht. Warte, frag ihn mal. Alter, was ist das für ein Auto, Dirk? Ist ja voll Luxus. Holland, wir haben noch einen Platz, komm rein. Kannst du doch da eben dann das stehen lassen, das wird doch keiner was sagen. Was fickt die Bullen?